Und damit seid gegrüßt, meine lieben Zwerge, Gnome, Hobbits und Eggerdum zu einem neuen Part. Pokémon Y mit dem Zwergenfürst, mit der Zwergenfee, um genau zu sein. Hier ist sie, die Zwergenfee. Und heute geht's hier bei. Wie hieß das Schloss gleich nochmal? Egal, wir werden es wohl gleich erfahren. Ja, brechen wir auf und schauen mal, wie wir in dieses prunkvolle Schloss hineinkommen. Ja, wie sieht's aus? Da wären wir. Ah, Senna ist auch da. Du Intrud kostet 1000 Pokémon Dollar pro Person. Im Ernst, das kostet Geld. Der Eigentümer des Palastes vertritt die Ansicht, dass man nie genug Geld haben kann. Menno, so werden die Zeichen immer reicher. Ja, da hast du deine 1000 Pokémon-Dollar-Eintritt. 1000 Pokémon-Dollar, verlangt der Schnösel hier. Wir haben nur 4000. Da müssen wir noch hier 1000 von unserem Ersparten abkneifen. 10-jährige Kinder hier werden hier zur Kasse geboten. Was für ein Schweinehund. Das eingenommene Geld wird zur Instandhaltung des Palastes verwendet. Zumindest größtenteils. Und wir geben wirklich was von unserem Geld ab. Das ist nicht nur so zum Spaß, sondern müssen wirklich 1000 Pokémon abzapfen und knöpfen. Oder wie man das nennt. Was für ein Schnösel. Wir werden ihn noch kennenlernen in diesem Part. Naja. Dann jetzt in den Palast. Ich hoffe, das ist die 1000 wert. Wo kann es noch sein? Jetzt habe ich glaube ich was überlesen. Mein Käufer. Mein geliebter Käufer ist verschwunden. Hast du das gehört, Zwilli? Sonst beim Suchen helfen. Stell dir mal vor, wie schlimm es sein muss, wenn das eigene Pokémon verschwindet. Wenn das... Das wird... Da wird man ja verrückt vor Sorge. Okay. Dann helfen wir ihm mal. Sonst wird er ja noch verrückt vor Sorge. Mein geliebtes Käufer ist verschwunden. Ah, okay. Ein schönes Palästchen hast du hier. Schönes Schlösslein. Gold verziert, goldene Statuen. Ja, das ist das Geld, was er den Kleinkindern abgezockt hat. Was er hier in die Goldstatuen investiert hat. Ich bin ein Bachter auf Wanderschaft. Bitte lausche meinem holden Gesang. Dreimal vergehen 1000 Jahre. Als Carlos Schönheit geriet so Frank durch des Krieges Geist in die Freiheit, der jammervolle Trümmer sank, bis aller Herzen Kraft verzehrt. Möchtest du ein Trinkgeld geben? Ja, von mir aus. Ja, am besten nicht noch 1000 Pokédollar, damit wir ganz pleite gehen. Ja, 100 Pokédollar müssen reichen. Wir sind pleite. Wir haben gerade schon 1000 Pokédollar Eintritt bezahlt. Also, das nicht übertreiben. Es freut mich, dass es dir gefällt. Freut mich, dass es mir gefällt. Irgendwie so. Hinter dieser Tür liegt der Stolz des Palastes. Der viel zu große Palastgarten. Man kann ihn vom Balkon im ersten Stock aus in seiner ganzen Pracht überblicken. Das glaube ich, dass der zu groß ist. Geld muss man haben.
Also im Bett des Königs schläft man bestimmt pünktlich. Haha. Hey, was soll der Horrorblick? TM, Horrorblick. So, was gibt's hier zu sehen? Das Bett des Königs. Dieses Bett sieht sehr bequem aus. Eine kuschelige Reise ins Reich der Träume. Zwangfee legt sich ins Bett und schläft sofort ein. Das sieht aber nicht so aus. Zwangfee und ihr Pokémon-Team fühlen sich ausgeruht und fit. Da haben sie sich die Animationen erspart. Da hat nun wer sich wohl eine Animation erspart. Da haben sie bei den Entwicklern gespart. Na, wie sieht's bei dir aus? Der Besitzer dieses Palastes hat ihn lediglich geerbt. Ob er dieses Erbe aber auch verdient hat, steht auf einem ganz anderen Blatt geschrieben. Da wäre ich mir nicht ganz so sicher, ob er das verdient hat. Kinder mit bemerkenswerten Eltern haben nicht immer das gleiche Format wie Mama und Papa. In vielen Fällen ist sogar das Gegenteil der Fall. Ja, da fällt mir so spontan eine Person ein, die das zutreffen würde. Oh, hinsetzen kann ich mich. Aber hinlegen ins Bett? Nein. Die Animation war scheinbar zu teuer. So, wen haben wir denn hier? Wir labern hier einfach mal mit allen und kommunizieren einfach mal. Es heißt, ein König vergangener Tage habe in seinem Garten Feste für jedermann veranstaltet. Aha, heißt das so? Dann heißt es wohl so. Ah, hier geht's noch weiter durch die Gänge des Schlosses. Der Gebäude des Palastes war sicher ein großartiger Mensch. Das gesamte Gebäude strahlt solch eine Würde und Eleganz aus. Naja, ich find's fast ein bisschen kitschig. So, ich als Zwergenfürst würde hier nicht sehr gerne wohnen. Ich mag es da mal ein bisschen bescheidener. Also das ist... Mein Palast wäre das nicht. Das ist mir ein bisschen zu prunkvoll. Nein, nicht zu prunkvoll, aber zu kitschig. Das ist ein bisschen kitschig, ein bisschen doller. Der Palast wurde errichtet, nachdem Chaos einen Krieg gegen benachbarte Länder gewonnen hatte. Damals mussten bestimmt viele Menschen und Pokémon ihr Leben lassen. Ah, Geschichtsstunde hier im Palast. Hier hat wohl ein mächtiger König mal gehaust. Ein schnöseliger König vor allem. Wer so einen fantastischen Palast gebaut hat, muss ein wirklich außergewöhnlicher König gewesen sein. Und bauen hat es lassen. Könige haben wohl ihre Häuser und Paläste bauen lassen. Das denke ich mal so. Haben Pokémon in diesem Bett geschlafen? Das kann gut sein. Für mich ist ein gutes Bett ein Bett, in dem man tief und fest schlafen kann. Egal wie alt oder wundervoll, egal wie alt oder wertvoll ein Bett ist. Wenn ich darin keine Ruhe finde, ist es einfach kein gutes Bett. Wo man recht hat, hat man recht. Oh. Kleines Kind hier, es hat auch 1000 Pokémon bezahlt. Sein wohlverdientes Taschengeld. Stopp, Marie, mir geht die Brust aus. Ja, so ungefähr. Was ist hier drin? Bevor wir in den Garten gehen, müssen wir hier natürlich alles ordentlich erkunden. Es soll einmal einen Besuch gegeben haben, in dem das Geheimnis. Es soll einmal ein Buch gegeben haben, in dem das Geheimnis zur Wiedererweckung von Pokémon stand. Das ist gewiss nur ein Gerücht, denn ein solches Buch befindet sich nicht in dieser Bibliothek. Und Bücher, die nicht in dieser Bibliothek sind, die gibt's nicht, oder was? Zwangfee findet das eine Münzamulett. Ui. Na super, das müssen wir gleich mal einem Pokémon geben. So, der Erik hat es gleich mal bekommen. Mensch, wie. Na denn. Schauen wir noch weiter um. Oh, ist jemand. Den Ausblick vom Balkon kann man einfach nur als atemberaubend bezeichnen. Na, dann wird uns wohl gleich
in die Luft wegbleiben, wenn wir da auf den Balkon bleiben. Balkon gehen. Reden kann ich auch nicht mehr. An diesem Tisch haben einst der König und seine Pokémon gemeinsam gespeist. Freunde hatte der ja nicht. Kann ich mir vorstellen. Bei so einem Palast. Und wenn der König damals schon Geld verlangt hat für den Eintritt. Naja. Ui, da sehen wir das ganze Prachtstück hier. Ein Garten so groß wie mehrere Einfamilienhäuser. So schaut's aus. Ist mir zu prunkvoll. Nee, das wäre nicht meins. Na denn. Durch die Reflexion der Spiegel scheint es, als gäbe es zwei Balkone. Ja. So, und wen haben wir hier? Vor langer Zeit sollen Könige Pokémon als Wachposten eingesetzt haben. Wenn es Pokémon mit der Fähigkeit Insomnia waren, sind sie nie bei der Arbeit eingeschlafen. Ja, Schlaflosigkeit. Wen wundert es, dass Schlaflosigkeit zum Nicht-Einschlafen bringt? Insomnia heißt Schlaflosigkeit. Ist der medizinische Ausdruck. Ah, wundervolles Gemälde. Nicht. Wer hängt denn solche Gemälde an seinen Räumen auf? Diese Stühle sind einfach fantastisch. Egal aus welchem Winkel man sie betrachtet, sie sind perfekt. Was für ein bezauberndes Design. Dann setzen wir uns gleich auf eins. Na, großartig. Oh, drei Plaudertaschen hier. Nun, lauft zum Reiseführer. Sagt doch mal, in welchen Raum sollen wir als nächstes gehen? Verkaufen die hier gar kein Souvenirs? Ihr wisst schon zum Beispiel Lava-Kekse. Ach, ihr habt doch schon 1000 Pokémon ausgegeben für den Eintritt. Wollt ihr da noch mehr Geld ausgeben fürs Souvenirs oder was? So, ich habe genug Gold gesehen für die nächsten Jahre. Sagt ein Zwerg. Das muss was bedeuten. Für den Besitzer dieses Palastes ist ein Fest mal etwas ganz Alltägliches. Aber das ist wohl nicht so wunderlich, wenn man es nicht anders kennt. Da wird man doch dick und fett von. Anstatt allein ein Menü mit mehreren Gängen zu sich zu nehmen, sollte man lieber gemeinsam mit anderen ein fröhliches Essen veranstalten. Recht hat er und ist wahrscheinlich auch noch Koch oder was. Okay, hier, wollte gerade sagen, hier lungert keiner rum, aber der alte Herr hier. Ich frage mich, was der König von Carlos von Pokémon gehalten hat. Ich hoffe viel, dass er sie zumindest nicht vernachlässigt hat. Ich glaube, ich träume. Ja, ich glaube, ich träume auch hier, was hier los ist, was hier vor sich geht. Hier noch mehr Leute. Das Zimmer hier, der Palast, das Gebäude ist voller Bediensteter und Touristen, vor allem Bediensteter. Dieses Zimmer soll früher mit zahlreichen Kunsthandwerk aus Gold und Silber und Juwelen und Medaillen geschmückt gewesen sein. Na, schön zu wissen, auch ein bisschen was gelernt. Wow! Er ist begeistert. Ich eher nicht so, aber gut, wir sind gleich durch, dann können wir in den Garten. Können wir es zu Ende erkunden. So, was haben wir hier? In diesem Zimmer haben früher Pokémon gewartet, bevor sie im Kampf eingesetzt wurden. Und du da? Die Pokémon haben hier wirklich brav gewartet. Pokémon sind ja so lustig. Alles klar. Okay, und wen haben wir hier? Es ist nicht nur die Architektur des Palastes, sondern das Zusammenspiel mit den Skulpturen und Gemälden, die seine Schönheit ausmachen. Naja, Schönheit liegt ja bekanntlich im Auge des Betrachters. Na dann raus in den schönen
Hof. Da haben wir die schöne Brücke in den riesigen Schlossgarten. Naja. Und da kommt seiner auch noch. Ich suche hinten. Und ich suche mir vorne den Arsch ab. Ich weiß doch, dass das hinten ist. Dass es nach hinten muss. Eine Statue von Richtern. Dem Pokémon, das allen hilft, die nach Wirklichkeit streben. Aha, Reishiram haben wir hier. Hier haben wir noch weitere Statuen. Die Skulptur eines Pokéballs für die Nachwelt festgehalten. Mhm. Falls es irgendwann in zukünftigen Pokémon-Spielen mal keine Pokémon-Bilder mehr geben sollte. Mhm. Hier haben wir auch ein Pokémon. Die Skulpturen des Pokéballs für die Nachwelt festgehalten. Falls man mal vergessen wollen sollte, was denn eigentlich Pokéball sind. Wieso denn auch nicht? So, was haben wir hier? Kämpfe. Der Krabbelorden macht es möglich, mit der Attacke Zerschneider dornige Bäume zu zerkleinern. Hier im Garten musste irgendwo ein Exemplar der VM Zerschneider herumliegen. Nimm sie ruhig mit, wenn du sie findest. Werde ich machen. Schön ist zu wissen, dass sie jetzt ja schnell rumliegt. Ich weiß auch schon wo. Zwergenfee findet das seit dem VM nur als Zerschneider. Na, aber sowas von. Das nehmen wir uns mit. Das kannst du aber wissen. Noch ein Item. Mit dem Summon Super Trank. Kann man ja brauchen. Medizintasche. So, gibt es hier noch was Schönes zu finden. Hier gibt es auf jeden Fall noch mehreres zu finden. Aber hier in diesem Labyrinthgarten gibt es hier noch ein paar Schätzchen. Naja, sieht schon relativ leer aus, aber schon gut leer gemacht. Wen haben wir hier? Vorhin ist ein Käufer an mir vorbei, in den hinteren Bereich des Gartens gestürmt. Aha. Beweise dafür, dass hinten das Käufer auf sich versteckt. Ein Item. Gegengift gefunden. Wir sammeln alles ein, was wir finden können. Ja, nehmen wir schon mal mit hier. Ein bisschen Rückgeld kriegen. Die 1000, die wir ausgegeben haben, wieder einsammeln. Es heißt, ein König vergangener Tage habe detaillierte Regeln dazu aufgestellt, wann der Garten besichtigt werden dürfe. Das fragt man sich doch, ob nichts Wichtigeres gab, zu dem er Regeln hätte aufstellen können. Ja, ein König braucht auch seine Beschäftigung. Den ganzen Tag hier allein im Schloss. Ja, wenn er mal nicht regieren muss, was soll er denn dann tun? Rumsitzen kann er ja nicht den ganzen Tag, da muss er auch mal ein paar sinnlose Regeln aufstellen dürfen. Das würde man doch wohl einem König auch lassen. Und dieses Vergnügen, mal ein paar Regeln aufzusetzen. Gerade wenn sie nutzlos sind. Das ist doch gerade das Lustigste. Wenn man so eine lustige, nutzlose Regel hat. Genau dafür braucht man doch Regeln, dass sie nutzlos sind. Die Pokémon-Statue am Eingang des Gartens stellt Reishiram dar und diese hier Zekrom. Beide sind legendäre Pokémon der Einhalt-Region. Aha. Die Kalos-Region und die Einhalt-Regionen müssen früher im Austausch miteinander gestanden haben. Interessant. Die Statue von Zekrom, die Pokémon, das allen hilft, die eine Welt der Wünsche haben. Mhm. Und hier haben wir dann wahrscheinlich das Käufer in den Garten. Ich befürchte es. Ja, das ist ein Käufer. Pfiff. Da hoppelt es dahin. Zeige, hilf mir! Ich bemühe mich. Dort
drüben geht es zu einer Sackgasse. Wir teilen uns am besten auf und treiben das Käufer dorthin. Ich werde es an der Flucht hindern. Sag mir einfach, wo ich mich hinstellen soll, zum Beispiel. Dort drüben. Oder etwa hier. Sag mir Bescheid, wenn du weißt, wo ich mich hinstellen soll. Zu zweit sollte es kein Problem sein, dieses kleine Rätsel zu lösen und das Käufer zu erwischen. Rätsel. Ich liebe Rätsel. Das rennt dann darüber. Vielleicht bleibst du erstmal hier stehen. Das wäre vielleicht gar nicht schlecht. Hier stehen bleiben. Wo soll ich warten? Hier soll ich hier stehen bleiben? Ja. Verstanden. Ah, okay, cool, er ist da oben. Hey, Zwerg, glaubst du, wir können es so in die Enge treiben? Vielleicht sollte ich besser dort drüben warten. Ja, du sollst da drüben warten. Ich glaube, das ist die richtige Variante. Fuchs 2 hier, oder was? Nein, du sollst hier nicht stehen bleiben. Stell du dich mal hier hin. Das sieht doch hier fast nach Fuchs 2 aus. Sieht ja fast wie gekonnt aus, als hätte ich eine Komplettlösung vor mir. Habe ich aber nicht. Wirklich nicht. So, und jetzt da rein. Es kann nur da reinfliegen. Und seit Wartezeller. Cool. Aber sehr schnell geschafft. Das ging sehr, sehr rasch. Bin ich selbst überrascht. Puh. Gut gemacht. Endlich haben wir es. Du bist echt toll, Zweitier. Weil du die Gefühle der Pokémon verstehst. Könntest du es einfangen? Oh, Käufer, mein geliebtes Käufer. Seid ihr beiden, die mein geliebtes Käufer und mich der Feind haben? Ausgezeichnet, wirklich wundervoll. Das verlangt nach einem Feuerwerk. Wir lassen es richtig knallen. Meine Pokémon und ich sind wieder Feind. Unser gegenseitiges Zuneigung ist unbestreitbar. Gegenseitige Zuneigung. Das Käufer ist vorne weggerannt. Ist ja wohl klar, dass das hier nur einseitige Beziehung ist. Dieses Ereignis muss mit einem prächtigen Feuerwerk gewürdigt werden. Und es soll auch ein Dankeschön für eure, wenn auch nicht allzu großen Mühen sein. Nicht allzu großen Mühen hier, wir sind extra für dich herausgerannt in den riesig großen Garten und haben dein Käufer gerettet. Das ist für dich hier, das ist, haben hier noch 1000 Pokédollar bezahlt hier am Eingang, um dein ach so schönes Schloss zu besichtigen. Und Wattenschnürse. Also begebt euch zum Balkon. Habt ihr verstanden? Zum Balkon. Ja, wir sind nicht grenzdebil. Wir verstehen das, wenn du das schon beim ersten Mal sagst. Das müsstest du nicht zum zweiten Mal nochmal erwähnen. Zum Balkon, versteht ihr? Ja, zum Balkon. Nicht unten bleiben, sondern hochgehen. Zum Balkon. Das wären wir komplett Idioten. Dorthin gelangt ihr über den Gang mit den Spiegeln in der ersten Etage. Und die Treppen hoch lauft ihr zu Fuß. Nicht etwa mit dem Fahrstuhl, den es hier nicht gibt. Ihr müsst schon laufen. Da steht dann einfach rein durch die Tür, dann nach links oder gerne auch nach rechts. Einfach die Treppen hoch. Und dann nochmal ganz scharf links. Und dann nochmal durch. Dann kommt er in so einen großen Gang und dann nochmal einmal rechts abbiegen. Oder je nachdem, wie ihr in die andere Seite gegangen seid, dann einfach mal links abbiegen. Und dann seid ihr schon da. Ist gar nicht zu verfehlen. Ist ganz leicht. Merkt euch aber, wie ich es euch gesagt habe. Rein, dann links, dann links, dann links und dann rechts. Oder halt andersrum. Rechts, 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 rechts und dann links. Habt ihr verstanden? Vielleicht wäre es besser für das Käufer, wenn wir es nicht gefunden hätten. Wenn ich ein Pokémon wäre, würde ich so jemanden nicht als Trainer haben wollen. Naja, immerhin bekommen wir es, so ein Feuerwerk zu sehen. Genießen wir es. Ja, genießen wir das Feuerwerk. Das einzige Schöne jetzt hier im Part. Hoffe ich doch zumindest, dass das schön wird. Das Käufer sieht auch nicht sehr gepflegt aus. Also sonderlich.
Also um seinen Palast kümmert er sich, dass der Gold glänzt und so weiter. Und naja, es gibt ja in Illumina City Jobs, wo man seinen Körper ein bisschen prunkvoller schminken kann. Aber nee, das ist nicht viel das Kölfaff. Naja, schauen wir uns das Feuerwerk an. Klapp, da geht die Tür zu mit einem Rums. Na dann, ich habe ein Feuerwerk anzuschauen. Genießen wir es. Als unsere Belohnung. Als große Belohnung erfüllen sie nicht als große Mühen. So ein blöder Schnösel. Ich kann es nur nochmal betonen. Da geht's raus. Ich hoffe auf ein großartiges Feuerwerk. Das darf doch wohl bitte sein. Ich hoffe, wir werden richtig gute Freunde, Zwergfee. Oh, da entsteht was ganz Besonderes. Das Feuerwerk, das werde ich sehen werden. Das werde ich mein Leben lang nicht vergessen, weil ich es zusammen mit dir gesehen habe, Zwergfee. Süß. Naja, geht so. Kann schöner, besseres gesehen. Das war relativ billig, das Feuerwerk. Aber ja, komm, wir reden was nicht klein. Schönes Feuerwerk. Wow, das war unglaublich schön. Ich werde diese wunderbare Erinnerung für immer in meinem Herzen tragen. Das fabelhafte Feuerwerk zu Ehren meines Käufers. Und da kommt der Schnösel hier, der scheiß Schnösel wieder her und zerstört das ganze, ganze Idylle hier. Wir haben uns gerade so als Freundinnen so gut unterhalten und da kommt der Sack hier wieder vorbei. Und auch mein Käufer, das ist das Wichtigste hier. Verpisst euch, klein. So unter dem Motto. Reicht euch das als Bedingung? Oh, das war doch noch was. Die Burgflöte? Genau, wir brauchen die Flöte, um Redaxo aufzuwecken. Ach ja, die Burgflöte. Also, hol sie bitte. Schickt natürlich seinen Diener hier. Ja, nicht, dass der mal geschickt werden könnte, aber... Natürlich muss der die dann mal wiederholen, als ob der nicht selbst losrennen könnte. Sie war einst in der Herz von Chetto Tristet, bis ich sie einfach mal geklaut habe. Arm und Reich passen wohl nicht zusammen. Gib's sie ihnen. Hier, habt ihr die Burgflöte? Zwergenfee erhält Burgflöte. Burgflöte wurde in Basis Adams Tasche verstaut. Hört mir gut zu, Kinder. Gebt Geborgtes immer zurück. Das ist sehr wichtig. Natürlich nicht geschenkt, das Geld. Das müssen wir sofort wieder zurückgeben. Ist nur eine Leihgabe. Alles klar. Ich möchte auf dieser Reise zwar viele unfälligst nicht tolle Dinge erleben, aber diesen Typen will ich am liebsten gleich wieder vergessen. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie anstrengend es für ihn ist. Für ihn ist es anstrengend. Ah, alles klar. Diesen Palast zu führen. Er führt den Palast. Glaubst du doch selbst nicht. Der gibt die Anweisung, der steht da oben und sagt zu seinen Dienern, mach mal das, mach mal dies, mach mal dies. Mag ja sein, aber... Oh, genau. Herr Butler, weißt du vielleicht etwas über die Mega-Entwicklung?
Ich glaube, mich zu erinnern, ein Buch zu diesem Thema in der Bibliothek gelesen zu haben. Jemand, den man heute einen Trainer nennen würde, hat einen mysteriösen Stein hochgehalten, woraufhin sich ein Pokémon noch weiter entwickelt hat. Wenn ihr wollt, könnt ihr in der Bibliothek selbst einen Blick darauf werfen. Hier eine kleine Aufmerksamkeit von mir. Ach, zumindest der Butler ist freundlich und gibt uns noch ein bisschen was. Ein paar TMs. TM-Schutzschild. Die Attacke Schutzschild schützt den Anwender vor gegnerischen Angriffen. Bei wiederholtem Einsatz steigt jedoch die Wahrscheinlichkeit, dass es fehlsteckt. Wenn ihr mich jetzt bitte entschuldigen würdet. Was für ein netter Butler. Für einen was für Bekloppten, was für schnöseligen Typen hier. König ist er nicht, Fürst ist er auch irgendwie nicht, aber wohnt halt in so einem Schloss. Was für ein Sackgesicht. Entschuldigung, das böse Wort, aber ist auch irgendwie wirklich so ein bisschen so. Wer hätte gedacht, dass der Besitzer von der Tristesse und dieser Typ mal befreundet waren? Ich ja nicht. Wir müssen ihm unbedingt die Flöte zurückgeben, nachdem wir ihn mit dem Relaxo aufgeweckt haben. Nee, ich glaube das einfach, ich nehme das mit. Wirklich. Das klaue ich einfach mal. Robin Hood-mäßig hier. Den reichen Clown den Arm geben. Schenke ich irgendwie diesem Karate-Künstler dort. Rumstand und den die ganze Zeit rumstand und nicht weiter konnte. Als Entschädigung. Wirklich. Einfach mal. Mache ich einfach mal so. Das ist. Reiche Schnöse nicht zurück. Das. Der Sack kriegt das nicht. Das gebe ich irgendwie an, das spende ich der Wohlfahrt. Wisst ihr, so ist das. Na denn, sind wir wieder raus hier. Schnell raus aus dem Palast. Wie lange will ich hier nicht mehr drin bleiben? Naja, war wohl kein so gutes Erlebnis. Ich würde mal sagen, beenden wir den Part, wo wir ihn angefangen haben. Hier vor dem Schloss. Diesmal sind die Tore offen, wir waren drin. Däumchen nach oben, soll es euch gefallen haben. Lasst ein Abo da, wenn ihr neu auf meiner Kanalseite seid und ja, kein weiteres Video meines Dienstfangfrist verpassen wollt. Ist garantiert gratis und tut nicht weh. Einfach auf den roten Knopf drücken und schon werdet ihr benachrichtigt vorausgesetzt. Ihr drückt das Glöckchen und dann ja, steht demnächst mal im Wege und verpasst da kein weiteres Video von diesem Kanal. Ja, ansonsten habt ihr noch einen angenehmen fürstlichen Tag, Morgen, Mittag, Abend, Nacht, was auch immer. Man sieht sich auf jeden Fall in einem anderen Video oder in dem nächsten Part von Bookman Y. Bis dahin, ciao, ciao. Sie haben wunderschöne Glocken. Ja, das sind die Glocken meiner Großmutter. We'll be right back.